Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute im Video zeige ich euch, wie man hier die Fensterleibung, also einmal komplett um den Fensterrahmen rum tapeziert. In meinem Fall habe ich Glück, unter dem Fenster ist kein Heizkörper, der befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite vom Raum. Wenn ihr hier einen Heizkörper unter dem Fenster habt, ist es nochmal etwas schwieriger. Gegebenenfalls müsst ihr den Heizkörper lösen und so ein bisschen ankippen, damit ihr dahinter tapezieren könnt. Aber von der Sache, vom Prinzip her ist es das Gleiche. Wir erschweren das Ganze noch, indem wir hier eine Mustertapete nehmen. Das heißt also, wir müssen zusehen, dass wir hier oben auch überall mit dem gleichen Muster weiter tapezieren. Wie das geht und worauf man achten muss, das zeige ich euch jetzt in meinem Video. Das Fenster habe ich jetzt einmal geöffnet, damit ich hier um den Fensterrahmen her mehr Platz habe. Da ich eine Fließtapete verwende, habe ich die Wand eingekleistert, nicht die Tapete. Und jetzt kleben wir die erste Bahn und zeige ich euch, wie man sie einschneidet. Wichtig hier bei der Mustertapete ist natürlich, dass ihr mit dem Muster auch wieder ansetzt, so wie es sein muss. Und das machen wir jetzt einmal so. Und dann kleben wir hier erstmal die Tapete einmal komplett runter. Ist die Bahn einmal geklebt, schneiden wir sie nun einmal hier ein. Nehmt euch dazu eine Hilfe, dass ihr das gerade schneidet. Ich mache das hier einfach mit so einem Winkel, den ich gerade anlegen kann, ein scharfes, sauberes Messer benutzen und jetzt die Tapete hier einmal einschneiden. Dann wird die Tapete unten noch eingeschnitten. Jetzt schneiden wir hier die Fensterbank aus, so dass wir die Tapete hier drunter auch schon fest anbringen können. Und dann können wir hier die Tapete bereits in den Fensterrahmen rein umklappen. Jetzt können wir hier die Tapete schon einmal umlegen über die Kante, drückt es richtig einmal schön fest, schön glatt ziehen. Als nächstes, wenn wir die Tapete richtig angelegt haben, dann schneiden wir hier einmal die Tapete ab, weil das ist über, das werden wir dann nicht mehr brauchen. Nachdem wir die Tapete hier einmal richtig rumgelegt haben um den Fensterrahmen, schneiden wir es jetzt mit einem scharfen und sauberen Cuttermesser einmal hier ab, sodass wir den ganzen Fensterrahmen, den Holzrahmen hier nicht mit einkleben. Jetzt kommen wir hier zum oberen Bereich der Fensterleibung oder des Fensterrahmens und da zeige ich euch, wie ich das mache. Ich habe mir, da ich ja hier eine Mustertapete habe, das Muster von hier, von dem Ansatz der Tapete schon mal zurechtgeschnitten, sodass wir halt auch auf jeden Fall mit dem gleichen Muster weiter tapezieren. Und das ist jetzt so lang, dass ich das hier einmal um den Fensterrahmen dann auch umlegen kann. Und jetzt müssen wir das einmal so zurechtschneiden. Hier werden wir einen Doppelschnitt durchführen. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. So, ich habe wieder alles eingekleistert und jetzt setzen wir hier die Tapete einmal auf Kante wieder an. So, ein Stück hoch noch. Wir setzen hier die Tapete direkt auf die Kante an, wo auch vorher die andere Kante war. Drücken das jetzt einmal fest. Und nun müssen wir das einmal zurechtschneiden. So, achtet darauf, dass ihr gerade seid. Und jetzt schneiden wir hier einmal ab.
können wir hier die Tapete schon wieder einmal umklappen. Ist die Tapete angedrückt, schneiden wir hier dieses Stückchen, was übersteht, noch einmal ab. Und jetzt können wir den unteren Teil der Tapete auch einmal wieder entfernen, weil wir das hier doppelt geklebt haben. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Und jetzt kleben wir das hier einfach wieder ran. Machen das noch wieder ein bisschen schön. So. Und dann müssen wir als nächstes hier jetzt noch einmal abschneiden und oben steht sie auch ein klein wenig über. Da schneiden wir jetzt auch nochmal sauber die Kanten ab. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Natürlich müssen wir hier auf der Seite das nochmal wiederholen, weil auch hier haben wir noch ein Eck vom Fenster, von der Fensterleibung. Das heißt, hier mache ich das gleiche Spiel nochmal wie da und dann haben wir die Fensterleibung mit der Mustertapete tapeziert. Es gibt einige Tapetenvideos hier auf YouTube, auch viele mit Fließtapete oder Mustertapete, aber ich habe kein Video gefunden, wo gezeigt wird, wie man die Fensterleibung mit einer Mustertapete tapeziert. Entweder wird eine musterlose Fließtapete genommen, eine Raufaser genommen, und wenn eine Mustertapete tapeziert wird, dann wird nicht gezeigt, wie es bei der Fensterleibung geht, höchstens nochmal beim Türrahmen, aber da braucht man nicht um die Kante tapezieren, da wird ja hier sauber am Rahmen abgeschnitten. Von daher, jetzt habt ihr mal gesehen, wie ich es mache. Ob es 100% richtig ist, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, weiß ich nicht. Kann sein. Falls ihr welche kennt, schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare. So jedenfalls mache ich es bei einer Mustertapete. Bei einer Rauffaser sieht das vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus. Aber ja, wie ihr gesehen habt, funktioniert so auch. Sieht gut aus. Jetzt muss es nur noch trocknen, beziehungsweise es geht weiter mit der anderen Seite. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin,